Hey Leute, letztes Mal hatte ich für euch Tipps und Tricks, wenn ihr Hogwarts Legacy neu habt und noch nicht so ganz zurechtkommt. Jetzt wollen wir uns mal ein paar Easter Eggs widmen, was die Entwickler so eingebaut haben aus dem Harry Potter Universum. Let's go! Für mehr solcher Videos vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß! Geht mal einmal in die verbotene Abteilung der Bibliothek, findet man dort ein Buch namens Die Geheimnisse der dunklen Kunst. Dieses Buch kennen wir doch, denn das ist das, was Tom Riddle alias Lord Voldemort genutzt hat, um über Horcruxe zu lernen. Das kennen wir so aus den Filmen. Das heißt, man kann dieses Buch auch in der verbotenen Abteilung finden. Ist schon mal eine nette Anspielung auf die Filme. Alle Kinder speisen in der großen Halle, doch wie wird das Essen zubereitet? In Hogwarts Legacy kann man das Ganze sehen, denn wenn man dort unter die Halle geht, findet man eben Elfen beim Essen machen. Da laufen die auf jeden Fall rum. Und wenn du einzelne Elfen siehst, die irgendwie putzen oder so, dich denen aber näherst, verschwinden sie ganz plötzlich. Auch ziemlich witzig. Natürlich sollte dir auch gleich aufgefallen sein von Anfang an, dass eben bestimmte Namen gefallen sind, die man eben kennen könnte, wie Phineas Black. Das ist nämlich der Urgroßvater von Sirius Black. Und als sie im Haus waren von Sirius, konnte man den dort auch eben am Stammbaum sehen, genauso wie ab und zu mal ein Gemälde von ihm. Also Phineas Black ist auf jeden Fall im Harry Potter Universum integriert und ist eben dort quasi Schulleiter, soll auch der strengste Schulleiter von in der ganzen Geschichte von Hogwarts gewesen sein. Aber nicht nur die Person ist am Start, sondern Professor Weasley. Den Namen kennen wir doch auch. Richtig, das ist die Großmutter von Harry, lol! Nein, natürlich ist das eben eine krasse Vorfahren von Ronald Weasley und eben der Weasley-Familie. Ja, immer mal wieder fallen eben Namen, die man einfach kennt. Wenn du dich für Slytherin entscheidest, beziehungsweise hinterher für das Böse entscheidest und Avada Kedavra lernst, dann hat das Ganze natürlich eine Blitzform und ja, das sieht eben aus wie Harrys Narbe. Dort wollte man eben einfach nochmal eine kleine Anspielung machen, was ziemlich gut gelungen ist und es ist schön, immer mal wieder so Parallelen zu finden. Erinnert ihr euch noch daran, als Ron gesagt hat, wieso müssen wir eigentlich immer irgendwelchen Spinnen folgen oder sowas? Können es nicht mal Schmetterlinge sein? In Hogwarts Legacy kann man jetzt eben Schmetterlingen folgen. Und ja, damit wurde Ron ein bisschen im Spiel getrollt. Immer mal wieder findet man in Hogwarts verteilt Ritterrüstungen und manche fangen davon an zu summen und zu singen. Das gefällt anderen Rittern allerdings gar nicht, weshalb die manchmal auch einfach sich gegenseitig zerstören. Auch ein nettes Easter Egg, das man eben so einfach mal eingebaut hat. Das letzte ist sogar eins der krassesten Sachen, und zwar wenn man eben in den höchsten Raum geht, über dem Schulleiterraum, dann sieht man dort ein ganz altes Buch und eine alte Feder, die von selber schreibt. Dieses Buch besaßen eben die Ersten, die Hogwarts gegründet haben, hier eben ja Gryffindor, Slytherin und so weiter, ne? Hufflepuff und Ravenclaw. Dieses Buch wurde auch seit deren Tod nicht mehr von Menschen berührt. Und die Feder sucht von ganz alleine Schüler aus, die eben in Hogwarts lernen sollten. Also das ist auch ein ziemlich krasses Easter Egg, was eingebaut wurde. Aber jetzt bist du dran. Hast du noch andere Easter Eggs oder so, die dir aufgefallen sind? Schreib mir das in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleib fresh und wir sehen uns.